Advent, die Zeit der Erwartung, heißt es doch eigentlich. Im Advent warten wir. Was erwarten wir eigentlich? Könnt ihr euch erinnern, wie wir als Kinder gewartet haben? Adventstürchen geöffnet haben am Adventskalender, wie wir es kaum erwarten konnten, bis endlich der große Tag, der große Abend gekommen war. Aber warten wir eigentlich nicht ständig auf irgendetwas? Ist es eigentlich abwarten, eher warten? Tun wir das nur im Advent? Erwartung bedeutet, dass wir uns auf etwas freuen, auf etwas warten, was vor uns liegt. Und eigentlich widerspricht das nicht ganz und gar dem Gebot der Achtsamkeit, dass es heißt, sei immer im gegenwärtigen Augenblick. Und wenn ich etwas erwarte, denke ich ja an die Zukunft. Aber ich kann auch in Erwartung sein, jetzt in diesem Augenblick mein Warten und Erwarten ganz bewusst wahrnehmen. Und da das im Trubel des Alltags nicht so gut geht, brauchen wir immer wieder diese ruhige, stille Zeit, die uns der Advent im Überfluss schenkt, wenn wir sie nutzen, und vielleicht uns ganz bewusst in die Stille begeben. Die Stille, die herniederkommt, wie ein großer Frieden, der über uns kommen kann. Und in dieser Stille kann das Herz still werden. Und wir können spüren, was wirklich da ist in uns. Jetzt. Stille. Komm hernieder. Bring mein Herz zur Ruhe. Nur der Arm.
Tief in mir ist ein Ort der Ruhe. Tief in mir ist ein Raum der Stille. Tief in mir ist ein Meer des Friedens. In das ich mich sinken lassen kann und spüren, der Atem wiegt mich. Ruhe erfüllt mich. Stille umhüllt mich und Frieden erfüllt mein ganzes Sein. Nichts ist mehr wichtig. Nur der eine Wunsch allein soll der Wunsch meines Herzens sein. Welcher Wunsch ist der Wunsch meines Herzens? Mit einem tiefen Einatmen lasse ganz langsam deine Augen wieder aufgehen und ausatmen, bringe deine Hände vor dem Herzen zusammen, neige das Kinn . Bewahre deinen Herzenswunsch, diesen einen, und trage ihn zurück in dein Leben. Angekommen, die bringt uns eine Gruppe.
Nacht im Advent. Der Tag neigt sich seinem Ende entgegen. Dämmerung umhüllt die Erde und tiefer Frieden zieht in der Stille über das Land. Sterne leuchten auf in klarer Nacht und laden dich ein, ihr Leuchten in deine Seele einzulassen. Noch einmal zieht der verflossene Tag durch deine Gedanken. Was hast du erlebt? Was hat dir Freude gemacht? Und in welchen Augenblicken bist du lebendig gewesen und ganz du selbst? Und angesichts des Himmelsraumes, im Glanz der Sterne und dem tiefen Frieden, den sie in deine Seele senken, nimmst du wahr, wie du verbunden bist mit dem, was über dir und mit dem, was unter dir ist. Der ganze Weltenraum strömt in dich ein mit seinem Licht und du spürst, wie klein und wie unendlich wichtig du doch bist. In dieser stillen Nacht des Advents. Ein Gedicht, ein Text von Christa Spilling-Nöker. Oh, money, pay.